Die Medizinphysik beginnt mit Wilhelm Konrad Röntgen, der 1895 die Röntgenstrahlen entdeckt hat, und Marie Curie, die im Ersten Weltkrieg einen Röntgenwagen entwickelte. Seither wurde das Spektrum der bildgebenden Verfahren weiterentwickelt und die Medizin bedient sich immer komplexerer Techniken. Die Medizinphysik ist ein breites und vielseitiges Fachgebiet. Sie reicht von der Audiologie, also der Wissenschaft des Hörens, über optische Bildgebungsverfahren, wie sie typischerweise in der Augenheilkunde oder in der Dermatologie verwendet werden, über bekannte Bildgebungsverfahren wie Röntgenaufnahmen, Ultraschall oder Kernspintomographie bis hin zur Krebstherapie. In all diesen Bereichen sind Medizinphysikerinnen beratend tätig. Sie helfen, komplexe, dosimetrische oder strahlenschutzrechtliche Fragestellungen durch Messungen, mathematische Modellierung und Simulation zu beantworten. Ein typisches Betätigungsfeld ist zum Beispiel die Strahlentherapie. Jeden Tag und bei jeder Behandlung sorgen die Medizinphysikerinnen und Physiker dafür, dass die Dosis, die wir als Ärzte zur Behandlung einer bestimmten Tumorerkrankung vorschreiben, bei den Patientinnen ankommt. Die ablaufenden physikalischen Prozesse und komplexen technischen Anlagen werden von Medizinphysikerinnen überwacht und laufend mit Messungen zur Qualitätssicherung auf die richtige Funktion geprüft. Wir erarbeiten interdisziplinär Prozesse, wie Geräte eingesetzt werden sollen oder die Strahlenbelastung bei optimaler Bildqualität reduziert werden kann. Wir sind dabei besonders darauf bedacht, sowohl Patientinnen als auch das Personal vor etwaigen Gefahren zu schützen. Um den Expertenberuf eines Medizinphysikers ausüben zu können, ist es notwendig, nach einem technischen Grundstudium mit Masterabschluss noch eine mehrjährige Spezialausbildung zu absolvieren. Das ist vergleichbar mit der Facharztausbildung in der Medizin. Neben der Ausbildung von Nachwuchs ist auch die Fortbildung anderer Berufsgruppen ein wichtiges Thema. Als Innovationsmotor sind wir Medizinphysiker maßgeblich am medizinischen Fortschritt beteiligt. Wir sind aber auch wichtiger Kooperationspartner der Medizintechnikindustrie. Dieser kontinuierliche Fortschritt in der Medizin macht unseren Beruf sehr abwechslungsreich und hält ihn spannend. Ohne die Physikerinnen wären wir relativ arm dran als Ärzte. Wir könnten nämlich nichts tun.